Willkommen zurück zu Dead Island 2. Und hier haben wir ein bisschen Tango getanzt gerade. Das war so eine kleine Disco-Inferno-Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das war auch stressig. Ja, alter Schwede, Mann. Also, heftig. Aber nun geht's halt weiter. Ich bin, weiß gar nicht genau, was für eine Stufe bist du? 9, ne? Sehe ich gerade? Ich weiß gar nicht, wo sieht man das jetzt? Also, ich genau? Sehe das an deiner Leiste, sehe ich gerade. Ja, meine Leiste siehst du. Ich sehe deine Leiste, ja. Verstehe. Ja, du bist 8. Ja, genau. Fehlt aber, ach ja, sind nur noch 30 EP und dann bin ich auch bei 9. Muss mal eben gucken. Das werde ich mal eben recyceln. Eine Werkbank gab es hier nicht, ne? Leider nicht. Also hier drüben beim Curtis. Weiß ich nicht, wollen wir da schnell hinspringen, alles reparieren und dann... Müssen wir nicht unbedingt, also... Okay. Ja, wir werden vielleicht auch im neuen Gebiet dann... Ja, eben, genau. Ich denke mal, wenn wir im neuen Gebiet sind, gleich zur neuen Villa oder irgendwie sowas, wahrscheinlich ein Safe House. Ja. Ach so, okay. Ist schon tot. Na gut. Okay. Ah, jetzt bin ich 9. Okay. Ja, das ging ja fix. Ja. Ah, ich habe jetzt die Karte nämlich reingeschrieben, dass ich den Dropkick haben kann, den du von Anfang an hattest. Ah. Mit Ryan. Jetzt kann ich das auch. Haha. Ryan. Ich höre es einfach in deiner Entfernung irgendwo explodieren. Ja, das war ich nicht. Ach so. Na doch, vielleicht. Hm. Hier könnte man ja gut mal... Also wenn man könnte, aber man kann nicht. Nee. Boah. Doch, kann man. Sehr gut. Oh. Mit dir. Aha. Oh, was machst du? Wow. Pass auf, ich nehm dir. Scheiße. Das ist nicht gut. Oh, Mama. Weg. Ja, kann ich ihm nicht verübeln. Komisch, stehe ich gar nicht. Ja, gut. Okay. Nee, das will ich nämlich gar nicht, weil ich habe daneben gesehen, man kann da Sicherungen reinmachen. Ich habe keine mehr. Hast du noch eine? Bestimmt. Rechts aber auch mal. Irgendwo kommen da noch welche, habe ich gehört. Da ja, hinten. Ja, kommen noch. Aber die habe ich jetzt mal abgelenkt mit den Fressen. Oh. Na gut. LOL! Der kam von da oben, vom Lüftungsschacht runter. LOL. Nee, du hebst die Batterie jetzt nicht auf. Das verstehst du nicht. Okay. Selbst wenn man gegen ihn treten ist er. Oh,
die kann ich aufmachen. Ja, oh, ja. What? Also ich habe da eine Katare rausgekriegt. Alter, wo ist die? Kann ich die jetzt auswählen, bitte? Ich möchte das jetzt auswählen. Warten Sie. Was denn? Wo ist das Niedrigste denn? Ach, da. Das ist... Mit einer Stärke, es ist eine blaue übrigens, von 176 und da ist noch keine Mod drauf. Ja, gut. Nice. So nämlich. Ja, das hat sich gelohnt. Ja, durchaus. Okay. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Nee, eine Batterie nehme ich hier nochmal mit, wenn wir schon mal da sind. Mhm. Och nö. Bitte? Malma? Och nö. Beverly Hills ist through there. Ach so, er. Ja gut. Kontrollpunktwache. Natürlich. Zwei Händer ist gut. Der haut aber rein, Alter. Ich auch. Ja, sehr gut. Ah. I can do this. Wutzelheini. Wutzelheini. Ja, da weiß auch immer, die da genannt werden da. Lächerlich ist das ja. Den einen oder anderen Schokoriegel gibt es hier noch. Da ist ja noch einer. Ja. Idiot. War nicht schlau, Kollege. Aua. Gutes Ding. Weg mit die Viechers. Aber wirklich. Wo ist hier jetzt noch einer oder wie? Oder weg? Scheiße. Na gut. Boah, das ist aber... Also nachts ist es hier echt kein Spaß. Nee, das stimmt wohl. Also macht schon Spaß, aber... Puh. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, dass die nachts halt mächtiger sind oder ob wir halt nur halt jetzt schwerere Gegner bekommen, weil wir halt auch dementsprechend die Stufe haben. Ja gut, eigentlich nicht. Ich würde ja gerne, was der ja hat. Da würde ich ein paar mitnehmen wollen. Handgranaten? Ja. Könnte man ja eigentlich abnehmen, theoretisch, ne? Theoretisch gesehen könnte man ja. Aber, naja. Ah ja. Next stop, Michael's Place. Michael's Place. Juhu. Dann mal los. Ladebildschirm. Die sind auch immer sehr schön. Durchaus, ja. So, und F. Oh, es ist wieder Tag. Gott sei Dank. Also, ich sehe noch nichts, aber Gott sei Dank. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Almost at Michael's place. Nein, der Bildschirm sehe ich. He's coming back to Emma's, whether he likes it or not. Beverly Hillbillies. Ich gehe schon mal weiter. Ich mach die Quest schon mal fertig, ne? Ja, ja. Ich komme dann nach. Ja. Ich wische dann nochmal drüber. Scheiße. Oh, schön. Oh. Können die Türen aufmachen? Nee, oh, das sind drei. Da, ich gehe da nicht hin. Nee. Die mache ich nur mit Schusswaffen.
Ja, die sind heftig. Gotta find Michael. Okay. So, wie sieht die Map hier aus? Och, idyllisch. Ja, durchaus. Auch wenn ich hier neue Symbole sehe, die mir nicht gefallen. Aber hier vorne ist eine Werkbank. Ja. Achso. Das blubbert. Das ist es? Achso, das ist das Haus da oben. Oh lol, das ist ein Schwarmgeher. Ja, genau, der wollte so wie fliegen oder irgendwie sowas. Ja, genau. Der wollte sich gerade auch irgendwie in Fliegen verwandeln oder irgendwie so ein Kram. Kann den Fliegen loslassen. Ich will einen fliegen lassen. Naja. Oh, you guys smell a live one in there? Hier will ich erstmal noch gar nicht hin. Oder wollen wir da schon rein? Mir ist egal, können wir. Wissen wir nicht. Ja, hier oben ist eine Werkbank. Na gut, wir können halt vielleicht mal das durchgucken. This is fresh. So someone was here for Hollywood Careers Undressed. So you don't have to. Hollywood Careers Undressed. By Michael Andrews. So you don't have to. Hashtag too soon, Michael. Ja, wiederhol das doch einfach nochmal, bitte. Signed soundtracks. Shiny. Ups. You took all the knives. They're coming in from all sides. Na, ob der das so geschafft hat, das bezweifle ich aber so ein bisschen. Well, someone killed this zombie. That's a lot of blood. Michael? Michael! Shit. Blood leads in there and it's locked. Is he? Das hört sich nicht gut an hier drin. I gotta open this door. Hier drauf los. Oh, warte mal, was kann ich denn mit dem... Naja gut, was ist denn mit dem Knüppel, meine Fähigkeit, wenn ich so... Weiß ich nicht, also ich kenne das nur vom Augenschlüssel, dass man da so richtig boah, von oben drauf. Michaels Protégé. Komm her. Okay, ist also dann scheißegal. Oh, ja, warte mal, ich glaube... Ah ne, jetzt geht's. Ach so, okay. Wie beim Golfschläger auch. Ah, okay. Schlüssel. Michael ist safe Schlüssel. War da gerade ein Safe? Sein Zimmer vielleicht, ne? Vielleicht, ja. Vielleicht aber auch erst, wenn die Tür offen ist dort. Ja, wir müssen ja hier weiter suchen irgendwie. Das Gesuche wieder los. Was suchen wir denn jetzt? Den Schlüssel. Ach, weiterhin ja. Schlüssel. Ach ja, stimmt, da steht's ja auch. Na ja, gut, klar. Ach, hier ist das Safe. Oha. Hier, Safe. Oh ja, 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 ja. Blaue Waffe. Da muss ich immer wieder was recyceln. Kackmesser des Rotzes. Was? Kackmesser des Rotzes? Auch gut. Nein, Kackmesser des Rotzes. 130 Schaden. Achso, oh, okay, ja, ist klar. Aber ich dachte, da wäre der Schlüssel drin, aber nee. Okay.
soll man denn da gucken? Ich weiß nicht. Vielleicht. Jesse hung up the house keys, then where are they? Aha. Oh, okay. The keys got knocked off the hook. Okay. Moment of truth. Please don't be dead, Michael. Na doch. 100 Pro. Da gebe ich nicht viel drauf, dass der noch lebt. So rein jetzt oder was? Einer. Ah! Das habe ich mir beinahe gedacht. Not here. He might still be alive. Maybe he's got this Jesse. This is my fee for your rescue, Michael. I know it looks like I'm robbing Map of Michael, a movie lot. Actually, saving life. Filed by last Whatever. Name. I don't got time to check them all. Who the hell? Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come, though. After, you know. Good job. Okay. Bye. So it's Jesse Kwan I'm looking for. Okay, but... Is there noch irgendwo was? Jesse lebt. Jesse Kwan. Aha. Yeah, she lives right next door. Oh, hat ja jeder miteinander geredet hier. Ja, ist halt Dorf, ne? Guck mal da unten. Wir sind schon rein hier. Jetzt entzündet es, oder was? Oh, ich hab da jemand reingeworfen. So, würde ich schon sagen. Es ist so wunderschön, da reinzukicken. Nehme ich jetzt mit. Sind nur von der Seite irgendwo geflogen? So. Irgendwann spielen wir das Spiel nochmal durch, 100% nur mit einer Batterie in der Hand. Wäre eher so deine Sache. Ja, gute Idee. Das war eine scheiß Idee. Okay, ja, das war sehr gut. Eat. Geil. Es ist Lieferant. Hat der Lieferant nicht irgendwo einen Schlüssel oder sowas gehabt? Wenn ein Auto das zufahren? Nee, das war der Postbote. Oder ein Map. Aber hier weiß ich nicht. Kann sein. Angelaufen hinter dir, Achtung. Oh ja. Gut, das Ding kann man haben. So, ich will hier rein. Weil laut Map Werkbank. Na toll. Aber wie komme ich da rein? Ja.
Hier muss irgendwo... Den Hydranten muss man noch irgendwie anmachen, oder? Kann das sein? Hm, okay, aber nicht zu der Seite. Schade eigentlich. Da ist nämlich eine schöne Kiste drin. Oh ne, warte mal. Ha. Ja, stimmt, du hast die Dinger. Ja. Stimmt. Hurra. War aber jetzt nichts Spannendes drin. Nee. Ich habe ein graues Messer gefunden. Hm, genau. Ja, hier komme ich also da nicht rein irgendwie. Na ja, gut, alles klar. Oh gut, wenn man schon mal hier ist. Jo. Hier? Garagenschlüssel. Jetzt geht's wieder los. Ja, genau. Draußen jemand gesehen. Vielleicht kommt der gerade die Garage rein. Hm. Nee, doch nicht. Ah, Schlürfer. Okay, ja. Yeah, ist mir egal. Ja! Was zur Hölle war das denn? Was denn? Ich hab ihn... gehauen und er flog einen Meter in die Luft und ich wusste gar nicht, wo er war. So eine Anschleichkills von hinten wären noch ganz nice. Ging das nicht? Also ich habe noch keine machen können. Ja, das war tatsächlich nice. So viel zum Looten hier, meine Herren. Ja. Da gibt's so einiges. Also ich hab nicht irgendwo mal Träder rumliegen. Nee. Finde ich aber ganz geil, dass man so in jedes Haus reingehen kann, ne? Ja. Alter. Ja, kann man machen. Kann man mal machen, ja. Oh, safe. Kann man aufmachen schon. Oh, das Ding. Stimmt, safe was drin. Ich hab alles voll eigentlich. Ja. Warte mal, das oder? Na gut, das Recyceln kann ich ja trotzdem. Audio Lock. Das ist aber auch mit gewesen. Ja, das habe ich auch schon aufgenommen und das macht das übrigens immer noch. Oh. Das dauert ein bisschen, das mit dem Rascheln da und. Ja. Also, mehr oder weniger.
Nächstes Haus. Wie hoch ist deine Lebenszahl? 900. Okay, krass, ja. 818. Oh, voll in den Magen, Alter. Oh. Er den hingeflogen. Okay, wo wollen wir jetzt als erstes hin? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Zum Einsatzziel erstmal, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Haben wir da erstmal so ein bisschen Ruhe vielleicht? Genau. Yay! Fuck! Ja, natürlich. Oh, fuck, hier ist ja so ein Riesenheini da. Ist auf mich fokussiert. Sind die anderen auf mich fokussiert? Ja. Mit dem großen. Gutes Ding, das. Boah, das ist aber auch. Also, wenn die Waffen langsam kaputt gehen, dann merkst du das. Ja, durchaus. Riegel hier nochmal reinzimmern. Ja. Das sieht gut aus. Achtung, hinter dir. Jo. Wie ich Golf. 8 Löcher. Wow. In dem Haus waren wir eben drin, ne? Mhm. Jetzt hier lang? Ach, hier geht's wieder runter. Okay. Beziehungsweise hier rein müssen wir ja. Ja. Tür ist offen. Na gut. Ist Jesse zu Hause? Oh. Also, irgendwo eine Batterie? Nee. Ausnahmsweise habe ich jetzt mal gerade keine Batterie. Weißt du? Nee, dann hole ich die hier unten. Oh. A stolen sword's up for grabs? Suchmeldequest? Eine Suchmeldung. Wäre unsere erste Suchmeldungsquest. Hier lag eine Suchmeldung auf Obis Sachen. Und Obis Sachen ist mit einem Schlüssel verschlüsselt, wollte ich gerade sagen, abgeschlossen. Ah. Ah, machst du hierfür die Batterie? Ja, nee, die geht nicht. Die. Aber vorhin war auch sowas.
weiß nicht, was das für Sicherungen sind. Ja, anscheinend anderen. Geht das Ding hoch, wenn man sofort einmal raufballert hier? Ja. Nö. Oh doch, jetzt. Alles klar. Okay. Gut, wissen wir das halt auch, ne? Ja, haben wir aufgeschrieben. Ja. Ist notiert? Sorry, Zombie. Party's over. Not a zombie. Is it the pizza? Hey, do you have pizza? Pizza? Just let me in. Yeah. Well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a bad thing. So close the gate first? Oh, yeah. Well, we're having this big party, right? And some of the guys, not me. We're riding on a gate, and it broke. Now, there's a whole bunch of spares in the garage, but it's, like, full of riffraff. Well, too tough for you? Okay, I'll do it. Oh, killer. I'll hit the garage button, you bounce the party crashers and fix things up, and then, dude, Mikasa is your casa. Hey, Roxy, we got company. Find your jeans. Wow. The fuck is my underwear? How are you still alive? Aber ich glaube, das habe ich tatsächlich schon mal gesehen in einem Trailer. Jetzt kommt der dicke. Also die Batterien drin. Ja. Nice, ja. Das war's dann schon. Gotta close the gates. Jetzt erstmal. Oh, hier ist später eine Werkbank. Sehr gut. Hier ist die Sicherung. Oh oh. Ja. Ich denke noch eine. Das klingt gut. Ja. Ja, hier ist noch eine Sicherung. Okay, sehr gut. Ich geh mal zur anderen Tür. Ja. Weil da warten auch schon welche. Oh lol. Not now, babe, please. Das sieht gut aus bisher, ne? Ja. Ist das bisher? Jo. Den Unterhosenmann. Den Unterhosenmann. Nice. Not even locked. Hey, were you getting the pizza? Or were you fighting zombies in the yard? I fixed your gate. Oh, right. Did you say pizza? Right. No. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh, shit. We gotta get to the evac. Roxy? Roxy, hey. Hey. Come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, Jesse, pack your shit. We're going. The evac's over, guys. Oh. Oh, my fucking skull. Oh. Boom! Gods and whiskey! Gods and whiskey. Slept through another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. You got that much food here? Food? Okay, guys, concentrate. I need Michael Anders. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Baked bean. Stop talking about beans. Okay, okay. Jessie might know. Oh, she's not here.
I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear Mother, if you must have sex at 3 a.m, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. You let her go outside? Hey, she's smart. She's in med school. She's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. I'm gonna find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on. She's gonna be okay. They're gonna find her. Come on. Let's, like, plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. Let's hear your big plan, then. I'm gonna check Jesse's note. Yeah, cool. It's on the floor there. Okay, then. Go on. I thought maybe you could do... Guck mal, was an dem Ventilator oben hängt. Right. So we need to think... Ich liebe diese Wohnung. Nice. Lagerspind. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch gleich... Ja, es wird dann Zeit. Jesus. Riesenbild von dem Ozean, weißt du? Aber ich, anscheinend mögen sie ihn nicht. Mache ich auch immer so. Ja, warum klar. With any luck, okay, Michael will be with her. Schöne Bon hier draußen. Ja. Oh, hier wäre auch eine Sicherung gewesen. Na gut. Okay. Lagerspind ist auch klar. Oh ja, oh, Werkbank. Oh, nice. Oh, Gott sei Dank. Ja. Oh, es wird Zeit. Wie viel Geld hast du? 27.000. Ui, okay, krass. Also da ist einiges zusammengekommen. Okay, also das repariere ich, aber ich glaube tatsächlich, dass ich die Sachen nicht zerstöre, weil ich bin ja so viel Loot unterwegs. Ja, ja. Die verkaufe ich einfach nachher irgendwann. Genau, Lagerspend rein und fertig. Ja. Vielleicht noch mal das eine oder andere upgraden vielleicht. Elektroschocker-Mod. Sänger-Mod. Okay, auch 215er Stärke. Das ist gut. Das ist mein schönes Messerchen. Oh. Okay, es sieht gut aus. Die kleine Gasbuddel, die da rum dran ist noch. Gasbuddel. So, ich gehe kurz was ins Lagerspind bringen. Der Lagerspind, ist ja eigentlich dann übergreifend? Ja. Übergreifend. Ach da, nicht beanspruchtes Eigentum.
Hm, genau, das hast du auch noch drin. Achso, das kann ich mir immer wieder ins Inventar holen dann. Ja, das, was man halt, also wie ich das verstanden habe, ist das halt Zeug, was man halt so gefunden hat, aber halt nicht mitgenommen hat, weil man keinen Platz hat oder irgendwie sowas. Ah, okay. Es kann aber auch sein, dass das, was jetzt hier bei nicht beanspruchtes Eigentum drin ist, dass das in dem Spind drin ist, was in der anderen Villa war. Weil ich, wenn ich F2 drücke, steht hier in den Vorrat. Dann kann ich das quasi... Genau, du kannst es rausnehmen dann, ja. Ah, okay, das ist halt interessant. Etwas, was du halt übersehen hast irgendwie mal. So, she's going to hang out with the construction workers? Oh yeah, they were renovating one of the big houses up the hill, and the crew will hold up inside. You can't miss it. Babe, I know you're stressing, but this is Jesse we're talking about. She got her head, feet, and ears all screwed on right. Well, ears could do it some work. You still hung up on her calling your third album? Okay, I guess. Hat er als Tattoo eine Unterhose oder was? Freddy King himself. Das ist die Unterhose, das ist Da ist ein bisschen so Rüschen mit dran. Ja. I know. His zombie corpse will be the first bride rocking out to your new tracks when he hit. Aber witzig, dass die Arschbacken wirklich wabbeln, ne? Und nicht so ein... Ja. Nicht so ein, ja, normales, statisches Bein ist irgendwie, was programmiert wurde. Was machen wir hier? Wir sitzen... Das... Das, man kann genau sehen, wo auch die Arschhaare anfangen. Ja, ja. Machen wir nicht so einen Hals da? Schnell raus hier. Muff gerade so ein bisschen. So. Oh, was hast du denn da Feines? Ja, diese, wie nennen sich die Dinger da? Weiß ich nicht. Katare. Ah. Die habe ich einfach mit Feuer gemacht. Hm, nett. Tana ist auch mit Feuer. Großschwert mit Blitz. Ja, wir kommen mit die Runden. Joppa. Ja, da kommen wir mit über die Runden, sagst du. Ja, jetzt sind wir erstmal wieder gut gerüstet. Das stimmt. Oh. Wo bist du denn hin, überhaupt? Oh. Ja. Ja, jo. Na dann. Na dann. Lass die Autos in Ruhe. Ja, ich nehme auch nochmal einen mit. Oh ne, das ist eine Batterie. Vielleicht nehme ich die lieber mit. Hier in der Villa. Nee, ich will erstmal hier rein. Ja, dann lass erstmal hier rein. Ja. Oh. Ach so. Da habe ich irgendwie auf den Rücken gezielt, glaube ich. Hast du mich gemerkt, ja. Es war leicht schockiert. Mano. Oh. Brauchst du noch ein BH? Nein. Nicht? Nee. Schade, hier hängt nämlich einer. Oh. Sich jetzt irgendwie. Dachte ich auch. Oh, schön auf der Treppe. Hm. Aber dann, hier. Ja.
Sterbe, Einhorn! Oh, safe. Geht auf sogar. Oh. Oh, das ist einer mit... Oh, shit. Totenkopf. Oh. Oh, shit. Oh, hier hinten mehr war noch einer. Auch ein Schädel? Oh ja, scheiße. Ja, ja. Draußen bleiben, aber ganz schnell. Scheiße. Da waren sehr viele entflammbare Kanister auf der Seite. Ja, jetzt auch noch eine. Fuck, oh Mann, ey, wie dumm. Ah, du auch. Tot. Ah. Aber zum Glück, es geht schnell mit dem Laden. Ja, das stimmt. Oh, lol. Ich bin schon wieder tot. Aber ich glaube, die ist gut. Ich glaube, die ist gut runter, oder? Ja, okay, tot. Tschüss. Hat jetzt auch gerade zu schnell geladen. Ich habe noch nicht mal in Hand ja, gehabt. Ja, das ist auch ein blöder Spawn irgendwie gewesen jetzt gerade. Ah, jetzt ist er besser. Ja. Ups. Warum ist einer? Aber das ist keiner mit Schädel. Oh, da kommen welche mit Schädel. Tschüss. Du willst mich verarschen. Nope. Oh, hier ist auch jemand mit Schädel. Hier auch. Alter, was ist denn das hier? Oh, der ist gespawnt einfach hier vor mir. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein, so wirklich, oder? Das sind mir hier zu viele gerade irgendwie. Ja, oh, lol. Ja, nee, raus hier. Das ist sonst. Ja. Da müssen wir später nochmal wiederkommen. Oh, guten Hunger. Ja. Jetzt raus hier. Komm an! Sauer wäre ich da. Nee. Ach, komm. Ach, hör auf. Was denn? Wo denn? Ach, komm! Brennen! Ja, dann, wo bist du denn? Ach, du bist jetzt doch rausgelaufen. Ich dachte, du bist wieder zurück. Ja, nee, die haben mich da eingeschubst in dem Feuer da. Junge, Junge. Gut. Also. Jetzt langsam wird's aber hier. Ist ja noch so ein Malmer. Wird knackig, sagst du, ne? Ja, ja, das waren zwei. Ja, hier oben ist noch einer. Ach so. Oh, ich habe die ganze Zeit jetzt eine Art Soundbug, dass ich irgendwie so, als würde ich gerade irgendwie so Bratwurst anbraten. Den ist das schön. Hier ist Säure, pass auf. Ja, ich passe auf, du. Bei mir knistert es immer noch. Ah, das ist wohl nicht mehr weg.
Wieso gehst du in die einzige kleine Mini-Feuerstelle rein, ja, damit die hier vor dem Auto steht? Was? Damit der Soundberg weggeht. Ach so. Das klingt so, als würde ich immer noch brennen. Sag mal, brennst du oder ist es die Flamme, die von deiner Messerspitze tropft? Tropft gar nichts mehr. Nee, geht nicht. Ja, sorry Leute, also da kann ich jetzt nichts dafür. Gerade. Okay, nimm eine Batterie mit. Ja, klar, wie immer. Wie immer. Oh, lol. Ah ja, wir sind ja richtig. Ja. Everyone's rocking out today. Hey. Ja, tschüss. Also wirklich. Ach so, da rein geht's oder was? Fallen? Was? Ja, hier. Ach so. Fallen. Maybe Jesse climbed up, but when she tossed the ladder back down, it broke. Hm, eine Dachparty hier, oder was? Scheint so. Ja, hier sind die mal fallen. Eieieiei. Zombies sie durchlocken. Na, komm schon. Ach ja. So, super Falle. Hat funktioniert. Bin stolz drauf. Ja. Hello. Jesse. Anyone? Okay. Now. Hä? Hier passiert. Ja, da war eine Falle. Why is no one coming to investigate the noise? Da wollen wir natürlich nicht reinlaufen, weil Fallen sind ja doof. Nee, das gefällt mir dann auch nicht. Stairway to heaven. I should kill the power. Oh, meinst du, der wacht auf da hinten? Oh ja, definitiv. Also, wir müssen da hin und zack steht er auf. Immer so. Ja, okay, ich glaube nicht. Aber der, er rennt natürlich wieder an dir vorbei. Ja. Das können die gerne haben. Ja. Immer noch Strom. Hm, ja, warte mal. Ach so, hast du die Batterie rausgenommen hier? Ja. Ah. Ich habe sie wieder reingepackt, weil ich sie sagte, okay, passt. Ich steck die wieder rein. Oder habe ich abkugeln hier? Wo ich schon am Brand bin. Okay, mir hat man ins Bein geschossen. Okay. Finally.
Okay. Oh, okay. Whew. Sure glad you showed up. I'm Jesse. Ryan. I'm a friend of Michael's. Oh. He never mentioned you. We're, apocalypse buddies. You bonded over not being dead? Kinda. Do you know where he is? On his way to Monarch Studios. Monarch Studios? You say what? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. Oh, the construction guys who are all zombies too? Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Okay, well, look, your mom was worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Well, they are lucky to have a responsible adult around. Hmm. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. Need some help getting home? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. All right, well, good luck. Okay. Folge Michael zu den Monarch Studios. Monarch ist übrigens dieselbe Organisation, die Godzilla und Kong. Ja, irgendwas im Argen ist. Kommt bald ein Film raus dafür übrigens. Oh. It. I. So, was haben wir Feines? Recyceln. Okay. Und reparieren. Ach so, und eine Stufenanpassung kann man ja auch mal vornehmen. Genau, das habe ich auch schon gerade gemacht. Mit was hast du das gemacht? F1. Nee, ich meine, mit was für eine Waffe? Ach so, hier meine Rohrzange da. Ach so, okay. Weil die haut noch ordentlich gut rein. Perforator Mod. Okay, ich gucke immer noch im Hintergrund ein bisschen. Schön. Bei dem Hammer mache ich hier extra schwere Kraft 230er Stärke. Nice. Das ist alle halt so much. Yes. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt meine Machete, die Elektromachete, upgrade mit F2, mit Stufenanpassung mit F1, kann das dann auch eine blaue Waffe werden oder bleibt es immer grün? Ich glaube, die wird immer grün bleiben. Ja, ne? Ich werde mal. Ach, guck mal, den Hammer kann ich nicht irgendwie upgraden, Stufenanpassung. Ach so, weil der Hammer schon Stufe 9 ist. Okay, alles klar. Hm. Ja, gut. Und das Messer, meine Machete ist Stufe 6. Ich würde die mal anpassen. 203er Stärke, okay. Ach. Okay, jetzt habe ich 3 230er Waffen. Aber ich habe auch nur noch 3000 Geld. Ah, gut, okay. Ich habe noch 9000, wirklich. Sehr, sehr schön. Warte mal, kann ich denn den Baseballschläger vielleicht nochmal irgendwie upgraden? Zumindest irgendwelche Sachen einbauen? Ja, kann ich. Agilität ist damit drin. Okay. Okay. Was denn?
wo du dann auch an einer Werkbank warst. Ich hab gerade so Jesse so angeguckt. Ja, die angeguckt so nach dem Motto, wer ist die denn? War oh, ein schöner Blick. Oh, guck mal, mein Baseballschläger an. Nee, mit Baseball nicht, mit Golfschläger. Eieieiei. Ja, ja. Spitze Angelegenheit. So sieht's aus. Gut, ich würde aber sagen... Ja, würde ich auch. Suche nach Michael geht in der nächsten Folge weiter. So sieht's aus. Ihr habt's gehört. Wir machen auf jeden Fall eine kleine Pause. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.